Boah, ey, meine Mathearbeit, ja, ich sag dir, das war ja so der Reinfall, aber unsere Mathelehrerin hat auch gerade das drangenommen, was nur nicht dran kam. Hi, Yara, hi, Helene. Moin. Hi. Sag mal, kann sein, dass Tessa und Sönchen heute gar nicht zum Training kommen? Da kriegt unser Coach gleich wieder so einen Halt. Hallo, Mädels. Ist das alles? Wo sind die anderen? Tessa und Sönchen sind krank. Und Josie hat einen Kieferorthopäden-Termin. Das ist mir schleierhaft, wie ich euch trainieren soll als Gruppe. Ihr wollt als Mannschaft nächste Woche ins Pokalspiel und seid zu dritt hier. Ihr rennt jetzt 10 Runden und ab geht's. Die anderen hätten aber wirklich mal in die Gruppe schreiben können. Ja. Hey, was ist denn mit dem los? Hey, Ronny! Hey, Ronny! Trainer! Hey, Ronny! Alles klar bei dir, Ronny! Ronny! Boah, der sagt ja gar nichts mehr. Wir müssen um Hilfe rufen. Hilfe! Um die Uhrzeit ist hier doch sonst niemand mehr. Aber wir müssen doch jetzt irgendwas tun. Wir kommen gar nicht richtig an den Rand. Wollen wir erstmal drehen? Ja, okay. Hallo? Hallo? Ronny. Okay, jetzt ganz ruhig. Wir müssen gucken, ob er noch atmet. Und wie? Der sieht so blau aus. Der atmet nicht mehr. Wir brauchen jetzt echt mal einen Arzt. Und was rufen wir da jetzt nochmal? Hallo, hier ist Yara. Ich bin hier am Sportplatz Waldbader. Unser Trainer ist zusammengebrochen und er erholt keine Luft mehr. Jetzt weiß ich's wieder. Wir müssen drücken. Wiebke, ich fang an. Und wie oft eigentlich? Ich glaube 30 Mal. Okay. Und wer macht Mund-zu-Mund-Beatmung? Bei unserem Trainer? Nein, sorry, ich bin raus. Ich habe angerufen. Sie haben gesagt, wir sollen jemanden vorne hinstellen, damit sie es hier finden. Ja, okay, ich gehe. Okay. Boah, ist das anstrengend. Soll ich mal? Ja, aber mach keine Pause. Mach sofort weiter. Okay. 28, 29, 30. Und jetzt zweimal beatmen. Und jetzt weiter. Okay, wir übernehmen. Mädels, habt ihr gut gemacht. Klasse! Oh Mädels, mir ist ganz übel. Hoffentlich wird alles gut. Wer trainiert uns jetzt und wer schreit uns an? Prüfen! Rufen! Drücken! Nicht aber drücken, sondern drücken! Sag mal Mädels, ist Ronny noch im Krankenhaus? Wisst ihr, wie es dem geht? Also, meine Mama hat gesagt, er wurde letzte Woche aus der Reha entlassen und es soll ihm wohl schon besser gehen. Vielleicht trainiert er uns ja auch bald wieder. Ja, mir hat sein Gemecker echt gefehlt. Aber Mädels, ich glaube, das war echt gute Teamarbeit. Ja.